Hat die NSA die Welt nach dem 11. September wirklich sicherer gemacht? Und wie tauscht sie sich eigentlich mit der CIA und anderen Nachrichtendiensten aus? Das untersuchen wir jetzt. Auf der Autobahn Baltimore-Washington hat sich in südlicher Richtung ein Stau gebildet. Pendler drängen sich vor einer Ausfahrt, die nur NSA-Mitarbeitern vorbehalten ist und in einen dichten Wald führt. Dahinter liegt, den Blicken entzogen und durch elektrische Zäune und schwer bewaffnete Wachen geschützt, der größte, geheimste und technologisch modernste Nachrichtendienst der Welt. Die National Security Agency, kurz NSA. Ihre Aufgabe? Die Erstellung und Entschlüsselung von Codes. Das Abhören internationaler Signale und Telefongespräche. Sowie die Überwachung von E-Mails, SMS und Instant Messages. Täglich strömen über 20.000 Mitarbeiter in diese geheime Stadt. Im Gegensatz zu CIA-Agenten, die auf feindlichem Territorium spionieren, arbeiten die NSA-Spione von den USA aus mit modernster Technik. Sie bilden den wohl weltweit größten Pool von Mathematikern, Linguisten und Computerexperten. Der Autor James Bamford schreibt seit 25 Jahren über die NSA. Für Eingeweihte stand NSA spaßhaft für No Such Agency. Mitarbeiter deuteten die Abkürzung auch gern in Never Say Anything um. Während des Kalten Krieges umgab die NSA fast die gesamte Sowjetunion mit Horchposten, um militärische und diplomatische Nachrichten abzufangen. Die NSA hörte sogar mit, wenn die sowjetischen Staatsoberhäupter von ihren Limousinen aus im Kreml anriefen. In ihrem Hauptquartier in Fort Meade, Maryland, standen hektarweise Supercomputer, die jede kodierte Nachricht entschlüsselten. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es plötzlich einen neuen Feind, auf dessen Bekämpfung die NSA nicht eingerichtet war. Al-Qaida. Eric Hazeltine war damals Leiter der Forschungsabteilung. Die Russen waren leicht zu finden und schwer zu töten, die Terroristen aber schwer zu finden und leicht zu töten. Im Gegensatz zu den Sowjets war Al-Qaida ein kleines, aber bewegliches Ziel. Ihre Hauptquartiere befanden sich in entlegenen Trainingscamps in den Bergen und ihre Kämpfer benutzten Mobil- und Satellitentelefone. Anstelle eines Feindes, dessen Identität und Aufenthaltsort sie kannten, mussten die Mitarbeiter der NSA nun einen Feind finden, dessen Identität, Aufenthaltsort und Kommunikationswege sie nicht kannten. Die NSA stand vor der Herausforderung, ihre Taktik zu ändern und sich auf einen immer gefährlicheren Gegner einzustellen. Überall in den Städten Asiens und des Nahen Ostens nutzte die Al-Qaida öffentliche Telefone und Internetcafés, um eine Serie von Attentaten zu planen, die in den Terroranschlägen vom 11. September gipfeln sollte. An diesem Punkt begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir mussten uns möglichst schnell umstrukturieren und auf den Kampf gegen eine kleine Gruppe einstellen, die weltweit aktiv war und sich nicht um Grenzen scherte. Die Frage war, würde es gelingen, die amerikanischen Nachrichtendienste rechtzeitig neu zu organisieren? Diese Fragen sind bis heute aktuell. Hat die National Security Agency, die für die Überwachung der internationalen Telekommunikation zuständig war, Al-Qaida bereits vor dem 11. September belauscht? Welche Rolle spielte die NSA? Und sind die USA heute sicherer? Erstaunlicherweise hat die 9-11-Commission die Rolle der NSA nie so genau untersucht wie die Rolle der CIA oder des FBI.
Doch nach sorgfältiger Sichtung einer Reihe von frei zugänglichen Dokumenten lässt sich der Anteil der NSA am Krieg gegen den Terror rekonstruieren. Für meine Recherche habe ich tausende von öffentlichen Dokumenten gesichtet. Hierzu gehörten CIA-Mitteilungen, Protokolle von Prozessen gegen Terroristen und eine geheime FBI-Chronologie der letzten Stunden der Terroristen, zu der ich dank der Freedom of Information Act Zugang erhielt. Aus diesen Quellen geht klar hervor, dass die NSA den Al-Qaida-Führer bereits lange vor dem 11. September überwacht hat. Im November 1996 erwirbt ein bekannter Al-Qaida-Verbindungsmann in einem Laden eines New Yorker Vorortes ein Inmarsat-Satellitentelefon. Es ist für Osama bin Laden bestimmt. Sobald dieser anfängt, es in Afghanistan zu benutzen, wird er von den Horchposten der NSA belauscht. An diesen Informationen sind auch Leute des CIA wie Michael Scheuer interessiert. Er leitet Alex Station, eine neu eingerichtete Spezialabteilung, die Bin Laden finden soll. Osama Bin Ladens Satellitentelefon war ein Geschenk des Himmels. Wir erfuhren, wo er sich in Afghanistan aufhielt und wo überall die Al-Qaida als Organisation etabliert war. Denn die Anrufe gingen an verschiedene Orte der Welt. Für die NSA ist das Abhören von Satellitentelefongesprächen Teil einer Aufklärungstätigkeit, die als Signals Intelligence bezeichnet wird. Inmarsat-Telefone übermitteln ihre Signale direkt an einen Satelliten, der über dem Indischen Ozean kreist. Durch die Überwachung aller Anrufe nach und aus Afghanistan kannte die NSA schon bald Bin Ladens Nummer. 873 682 505 331. Nun konnte sie seine Gespräche überwachen. Bin Laden wurde mit Hilfe einer riesigen Antenne im Weltraum belauscht und sein Gesprächspartner mit einer Antenne am Boden. Signals Intelligence gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines Nachrichtendienstes: die Überwachung elektronischer Kommunikation. Ob nun zwischen Telefonen, Satelliten oder Inmarsat-Geräten. Die NSA sammelt all diese Informationen mit Hilfe einer sehr breiten Palette von elektronischen Abhöranlagen. Doch diese Informationen sind nichts weiter als Signale, die dann von Menschen entschlüsselt werden müssen. Analytiker stellten fest, welche Nummern mit Bin Ladens Telefon verbunden wurden und wie oft. Schnell fanden sie heraus, dass ein Großteil der Anrufer aus Afghanistan 2000 Kilometer südlich gingen, an ein Haus im Jemen. Der Jemen ist für Al-Qaidas Operationen von zentraler Bedeutung. Osama bin Ladens Vater ist hier geboren und aufgewachsen. Das Land ist von einer Stammeskultur geprägt. Es überraschte mich nicht, dass Bin Laden sein logistisches Hauptquartier und Kommunikationszentrum in der Hauptstadt Sanaa eingerichtet hatte. Erstaunlich fand ich nur, dass es in einem der ärmsten Stadtviertel lag. Das Hauptquartier war in einem bescheidenen kleinen Haus versteckt, das laut CIA einem von Bin Ladens engsten Vertrauten gehörte. Bin Ladens Telefongespräche sind nicht verschlüsselt, sodass die Supercomputer der NSA keinen Code zu knacken brauchen. Stattdessen müssen Telefonabhörer und Linguisten die Gespräche in mühsamer Arbeit transkribieren, übersetzen und zusammenfassen. Die Zusammenfassungen werden an die CIA weitergeleitet. Doch die Mitarbeiter von Alex Station wollen mehr. Sie glauben, dass Bin Ladens Absichten erst durch eine sorgfältige Wort-für-Wort-Analyse deutlich werden. Wenn man genügend von diesen
gelesen hat, wird einem klar, dass Milchflasche vielleicht gar nicht Milchflasche bedeutet. Und mit der Zeit entwickelt man dann einen Sinn dafür, um was es wirklich geht. Aber ohne den genauen Wortlaut ist das unmöglich. Wir fuhren nach Fort Meade, um die zuständige NSA-Mitarbeiterin um die Transkriptionen zu bitten. Doch sie sagte, wir werden das nicht an euch weitergeben. Und damit war die Sache erledigt. Die NSA war für uns auch auf wiederholte Anfrage zu keinem Interview bereit. Ihr Grundsatz lautet jedoch seit ihrer Gründung, niemals Rohdaten weiterzugeben, auch nicht an andere Nachrichtendienste. Deshalb überzeugt Scheuer die CIA von der Notwendigkeit einer eigenen Bodenstation. Doch ohne einen Satelliten kann er nur die Hälfte der Telefongespräche belauschen. Wir sammelten die Gespräche, übersetzten sie und schickten sie an die NSA mit der Bitte um die andere Hälfte, um die Gespräche besser verstehen zu können. Doch wir bekamen nichts. August 1998. Al-Qaida verübt Attentate auf zwei amerikanische Botschaften in Ostafrika. The principal suspect is Osama bin Laden. Sowohl die NSA als auch die CIA überwachen das Netzwerk der Al-Qaida. Doch keiner der beiden Nachrichtendienste hat vor diesen Anschlägen gewarnt. Tatsächlich lagen uns diverse Hinweise aus ostafrikanischen Geheimdienstquellen vor, dass Al-Qaida irgendwo an der Ostküste Afrikas eine Operation plante. Der genaue Ort war uns jedoch nicht bekannt. Politisch gesehen haben die Botschaftsanschläge auf amerikanischem Boden stattgefunden. Daher wird in diesem Fall das FBI angefordert, das so von dem Haus im Jemen erfährt. Den ersten Hinweis auf das Kommunikationszentrum im Jemen erhielt ich, als ich nach den Botschaftsattentaten nach Nairobi kam. Dieses Haus war Anlaufstelle für Al-Qaida-Mitglieder. Seine Bewohner kontaktierten dann Bin Laden, um die Informationen weiterzuleiten und sich Anweisungen zu holen. Da es nur wenige Möglichkeiten gibt, um Bin Ladens Aufenthaltsort herauszufinden, Aufklärungssatelliten, Spione am Boden und Signals Intelligence, sind die Informationen der NSA von immer größerer Bedeutung. Wenn Sie eine Handvoll Menschen suchen, die sich in irgendeiner Höhle verstecken, ist das im Vergleich zu einem militärischen Großverband oder einer Raketenbasis ein sehr kleines Ziel. Bildaufklärung ist hier also von relativ geringem Nutzen. Auch durch Spione am Boden lassen sich in einem terroristischen Netzwerk, das vor allem aus Blutsverwandten besteht, nur schwer Informationen beschaffen. Der NSA war also bewusst, dass ihre Arbeit im Krieg gegen den Terror von zunehmender Bedeutung war. Am 12. Oktober 2000 schlägt Al-Qaida erneut zu. Diesmal ist es ein Angriff auf die USS Cole, die im Jemen vor Anker liegt. Yemen's port authority had been penetrated. Immediately suspect Osama bin Laden. Erneut hatten es die amerikanischen Nachrichtendienste versäumt, rechtzeitig vor dem Anschlag zu warnen. Laut ihrem damaligen Leiter Frank Blanco hatte die NSA den Strategien der Terroristen nichts als die Technologie des Kalten Krieges entgegenzusetzen. Es handelte sich um sehr mobile Ziele, die unterschiedliche Kommunikationsmittel wie Mobiltelefone und Laptops einsetzten. Die NSA musste also darüber nachdenken, welche Technologien sie brauchte, welche Kosten das verursachen würde und woher das Geld kommen sollte. Geld ist tatsächlich das Hauptproblem. Nach dem Kalten Krieg hatte der Kongress das Budget der NSA um ein Drittel gekürzt und ihr eine Verletzung des Rechts auf Privatsphäre vorgeworfen. Laut Gesetz durfte die NSA auf amerikanischem Boden niemanden überwachen. Es sei denn, sie hatte die Genehmigung eines speziellen Gerichts, das im Zuge des FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, gegründet wurde. Als ich den NSA-Direktor General Michael Hayden interviewte, behauptete er, dass in den USA nur ein halbes Dutzend Leute überwacht würden. Er wollte das Image bekämpfen, das der NSA durch den Film Der Staatsfeind Nummer 1 anhaftete. Die National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Hold the coordinates. All right, last 39 degrees, 27 minutes. To us in intelligence community. Für uns Mitarbeiter der Nachrichtendienste sind Filme wie Der Staatsfeind Nummer 1 ziemlich amüsant, weil sie uns als allwissend darstellen. Aber so ist es nicht.
Absolut nicht. Man kann eine Menge Informationen sammeln, ohne zu wissen, was man hat. Die größte technologische Herausforderung besteht darin, diese Informationsmengen zu sichten und Verknüpfungen zwischen einzelnen Punkten herzustellen. Das ist das Problem. Ende Dezember 1999 belauscht die NSA einen beunruhigenden Anruf in dem besagten Haus im Jemen. Zwei Infanteristen der Al-Qaida werden angewiesen, in die malaysische Hauptstadt Kuala Lumpur zu fliegen, um dort an einer Art Terroristengipfel teilzunehmen. Bei den Soldaten handelt es sich um Khalid al-Midar und Nawaf al-Hazmi. Dieser Anruf setzt die Anschläge vom 11. September in Gang. Nachdem sie diesen entscheidenden Anruf belauscht hatte, gab die NSA die Vornamen an das FBI und die CIA weiter, jedoch ohne die Nachnamen. Nawafs Nachname befand sich wegen seiner Verbindung zu Bin Laden bereits seit über einem Jahr in der NSA-Datenbank. Doch offensichtlich hat nie jemand danach gesucht. Die CIA findet al-Midars Namen in ihrer Datenbank. Sie beauftragt die Sicherheitskräfte, eine Kopie von seinem Pass zu machen, als er einen Kontrollpunkt in Dubai passiert. Als die Kopie im CIA-Hauptquartier eingeht, finden die Analytiker darin zu ihrem Erstaunen ein gültiges US-Visum. Alex Station, die Bin Laden-Abteilung der CIA, bekommt nun zwei FBI-Agenten zugeteilt. Doug Miller und Mark Rossini. Nach ihrer Ankunft in Kuala Lumpur bat die CIA natürlich den malaysischen Geheimdienst, diese Personen zu überwachen und so viel wie möglich über sie herauszufinden. Sie wurden fotografiert und beschattet. Dabei stellte sich heraus, dass einer dieser Männer über ein US-Visum verfügte. Da die Agenten befürchten, dass ein Al-Qaida-Terrorist in die USA einreisen könnte, beschließen sie, das FBI zu informieren. Doch eine CIA-Beamtin verbietet es ihnen. Ich war der ranghöhere Agent, also ging ich zu der Beamtin, die für die jemenitische Al-Qaida-Zelle zuständig war. Ich fragte, was soll das? Wir müssen das FBI informieren. Diese Jungs sind offenkundig böse und mindestens einer von ihnen verfügt über ein Visum zur mehrfachen Einreise in die USA. Und sie antwortete dann, nein, das fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des FBI. Ich ging zurück zu Doug und sagte, was machen wir jetzt bloß? Hätte ich mich ans Telefon gehängt und das FBI verständigt, wäre das ein Verstoß gegen das Gesetz gewesen. Dann hätte ich das Gebäude noch am selben Tag verlassen müssen. Ich hätte meine Unbedenklichkeitsbescheinigung verloren und wäre abgezogen worden. Das ist eines der erstaunlichsten Kapitel der Geschichte. In der Bin Laden-Abteilung der CIA arbeiteten auch FBI-Agenten. Doch als diese Agenten herausfanden, dass einer, vielleicht sogar zwei der Terroristen über US-Visa verfügten und auf dem Weg in die USA waren, wollte die CIA nicht, dass die Agenten ihre Zentrale darüber informierten. Nur das FBI hätte Khalid al-Midars und Nawaf al-Hazmis Einreise in die USA stoppen können. Januar 2000, Flughafen Los Angeles. Eine Maschine der United Airlines trifft aus Bangkok ein, wo die CIA al-Midars und al-Hazmis Spur verloren hat. Die beiden passieren unerkannt die Einwanderungsstelle. Innerhalb von 2 Wochen beziehen sie ein Apartment in einem anonymen Vorort von San Diego. Das FBI hat in seiner Untersuchung der Anschläge vom 11. September eine Chronologie aufgestellt. Die veröffentlichte Version zeigt die Aktivitäten der Flugzeugentführer während ihres Aufenthalts in den USA, wo sie unbehelligt leben. Sie besorgen sich Führerscheine auf ihre echten Namen. Sie nutzen eine örtliche Bank, um sich von einem bekannten Finanzchef der Al-Qaida telegrafisch Geld überweisen zu lassen. Ihre Nummer steht sogar im Telefonbuch von San Diego. Al-Hazmi Nawaf M. 858-279-5919. Die CIA durfte innerhalb der USA nicht tätig werden. Und das FBI wusste nichts von der Anwesenheit der Terroristen. Die NSA konnte
nur ihre Anrufe in dem Haus im Jemen abhören. Doch 9 Tage nach Al-Hazmis und Al-Midars Ankunft in Kalifornien kommt es bei der NSA zu einer katastrophalen Störung. Am 24. Juni 2000 bekam ich einen Anruf, der mit dem Satz begann: Wir haben ein Problem. Die NSA-Systeme waren ausgefallen. Der technologisch modernste Nachrichtendienst der Welt, der Millionen von Gesprächen gleichzeitig abhören kann, ist taub. Die NSA war hirntot. Es dauerte 3 bis 4, vielleicht sogar 5 Tage, um alles wieder richtig hochzufahren. Es ist unklar, ob die NSA während dieser 5 Tage Anrufe der Entführer aus San Diego verpasst hat. Sicher ist nur, dass die Terroristen keine Zeit verschwendeten, sich in ihrer neuen Nachbarschaft einzuleben. In der FBI-Chronologie heißt es, 5. Februar 2000. Al-Midar unterschreibt den Mietvertrag für ein Apartment in der Mount Ada Road 6401 in San Diego. 25. Februar. Al-Midar kauft einen Toyota in San Diego. 28. Februar. Die Progressive Insurance Company überprüft Almedas Versicherungspolice Nummer 604-725-9210, ausgestellt von der Huggy Bear Insurance Corporation. 20. März. Von Nawef Al-Hazmis Anschluss wird ein 16 Minuten langes Telefongespräch in den Jemen geführt. Dies war einer von vielen Anrufen aus San Diego, die in Bin Ladens Operationszentrum eingingen, dem Haus im Jemen, das die NSA seit über 3 Jahren überwachte. Doch die NSA gab diese Information an keinen anderen Nachrichtendienst weiter. Eleanor Hill hat die Rolle der NSA für den Kongress untersucht. Wir erfuhren zu unserer Überraschung, dass der NSA diese Informationen vorgelegen hatten. Kontakte zwischen bekannten Terroristen in den USA und terroristischen Zentren im Ausland sind genau die Art von Informationen, die unsere Nachrichtendienste brauchen. Aber sie hatten sie nicht. Wenn NSA und FBI ihre Informationen austauschen, können wir beide Seiten abhören. Sie reisen ein und wir folgen ihnen, finden heraus, wohin sie gehen, hören ihre Festnetzanschlüsse oder Mobiltelefone ab und lesen ihre E-Mails. Es gibt unzählige Möglichkeiten, jemanden zu überwachen. Es ist unglaublich. Die NSA hat das FBI nicht darüber informiert, dass diese Anrufe aus den USA kamen. Bei der NSA will niemand darüber sprechen und die 9/11-Commission ist dem nicht nachgegangen. Entweder war der NSA nicht klar, dass die beiden Terroristen aus den USA anriefen, was sehr unwahrscheinlich ist, denn sogar ich habe eine Anruferkennung, oder sie haben es ignoriert, weil sie die Informationen dann an das FBI hätten weitergeben müssen. 12. April 2000. Fast 3 Monate nach der Einreise der Entführer in die USA deutet NSA-Direktor Michael Hayden eine weitere mögliche Erklärung für das Schweigen der NSA an. Nachdem der Kongress ihn bereits ermahnt hat, die Privatsphäre amerikanischer Bürger zu wahren, äußert sich Hayden vor dem Geheimdienstausschuss extrem vorsichtig. If, as we are speaking here this afternoon, Osama bin Laden is walking across the Peace Bridge from Niagara Falls to Ontario to Niagara Falls, New York, as he gets to the New York side, he is an American person, and my agency must respect his rights against unreasonable search and seizure as provided by the Fourth Amendment to the Constitution. Doch General Hayden wusste auch, dass das Gesetz ein ständiges Abhören der Terroristen erlaubte, sobald sie eingereist waren. Wir konnten zurückverfolgen, wer sie waren, dass sie Kontakt zu Bin Laden hatten und so weiter. Wir hätten von jedem Richter des FISA-Gerichts eine Genehmigung zur Überwachung dieser Wohnung bekommen. Es wäre ganz leicht gewesen. Dann hätten wir sie überwachen und mehr Informationen sammeln können. Jetzt werden viele sagen, ach, hinterher ist man immer klüger. Aber darum geht es nicht. Hier geht es um grundlegende, logische Ermittlungen. Die Chronologie, die das FBI nach den Anschlägen vom 11. September erstellte,
beschreibt genau, wie Al-Midar und Al-Hazmi mit dem Training für ihre Operation beginnen. 4. April 2000. Nawaf al-Hazmi absolviert seine erste Flugstunde am National Air College, Glen Curtis Road 3760 San Diego. Mai. Khalid al-Midar bezahlt mit Bankkarte zwei Jepson-Trainingskurse. 10. Juni 2000. Al-Midar verlässt die USA mit dem Lufthansa-Flug 457 von Los Angeles nach Frankfurt, Deutschland. Khalid al-Midar fliegt nach Hause, um seinen neugeborenen Sohn zu sehen. Während der nächsten 13 Monate lebt er mit Frau und Kind in dem Haus im Jemen, das von der NSA überwacht wird. Er beantragt sogar ein neues US-Visum, das er erstaunlicherweise auch erhalten wird. 8. Dezember 2000. Hani Hanjour, ein weiterer Flugzeugentführer, landet in San Diego. 3 Tage später fährt er mit Nawaf al-Hazmi nach New Jersey, wo sich der Rest der Entführer versammelt. Die FBI-Chronologie dokumentiert auch diese Reise, die 5 Monate dauern wird. 1. März 2001. Hanjour absolviert ein Training im Flugsimulator. 1. April. Al-Hazmi erhält einen Strafzettel, weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hat. 1. Mai. Al-Hazmi erstattet Anzeige bei der Polizei in Fairfax County. Er sei von einem unbekannten Schwarzen überfallen worden. 21. Juni 2001. Ein Journalist der Middle East Broadcasting Corporation interviewt Bin Ladens Statthalter in Afghanistan. Sie deuten an, dass ein größerer Anschlag kurz bevorstehen könnte. Die US-Streitkräfte im Nahen Osten werden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Nach der Ausstrahlung des Interviews registrieren die Analytiker der NSA eine Zunahme bedrohlicher Kommunikation. Man rechnete fest mit einem Al-Qaida-Angriff auf US-Einrichtungen, aber die meisten gingen davon aus, dass er in Übersee erfolgen würde. Tragischerweise konzentrierten sich daher alle auf das Ausland und nicht auf die Ereignisse in den USA, die als Aufgabe des FBI galten. So nimmt die Chronologie ihren Lauf. 4. Juli 2001. Al-Midar reist mit Saudi Arabian Airlines in die USA ein. Er landet mit einem Business-Visum auf dem New Yorker John F. Kennedy Airport und gibt als Zieladresse das Marriott Hotel im World Trade Center an. That was the Marriott Hotel at the World Trade Center. Für die letzten Vorbereitungen ihres Anschlags fahren Al-Hazmi, Al-Midar und Hanjour auf dem New Jersey Turnpike nach Süden. Sie meiden größere Städte und Hotelketten mit Computersystemen. Stattdessen fährt die Gruppe in die kleine Stadt Laurel in Maryland und übernachtet dort in einem günstigen Motel. Inzwischen kennen sie ihr Anschlagsziel: das Pentagon. Während ihrer gesamten Reise, ob sie nun in San Diego, in New Jersey oder in Laurel waren, hielten sie ständig Kontakt zu Bin Ladens Operationszentrum im Jemen. Die NSA hörte das dortige Telefon ab, zeichnete die Gespräche auf und transkribierte sie. Doch die NSA informierte nie einen anderen Nachrichtendienst darüber, dass sich die Terroristen in den USA aufhielten und sich quer durchs Land auf Washington zu bewegten. Auf den ersten Blick wirkt Laurel in Maryland wie ein typischer Vorort von Washington. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass sie in direkter Nachbarschaft zum NSA-Hauptquartier liegt. Während die NSA eine Zunahme der Kommunikation registriert, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag hindeutet, haben sich Bin Ladens Killer in ihrer unmittelbaren Nähe eingenistet.
10. August. Hani Hanju mietet Postfach Nummer 433. Am Tag vor der Entführung. Nawaf al-Hasmi, Walmart, $36.65. Food Factory, Khalid al-Midha. 6.9.2001. Nawaf al-Hasmi, Khalid al-Midha, Hani Hanju, Gold's Gym, Greenbelt, Maryland. Die Flugzeugentführer scheinen nicht weiter aufgefallen zu sein. Selbst als sie in einem Geschäft unweit des NSA-Hauptquartiers Waffen für ihren Anschlag kauften, schöpfte niemand Verdacht. Wir haben hier also zwei Gruppen von Leuten. Auf der einen Seite die Terroristen, die den größten Anschlag der US-Geschichte planten. Und auf der anderen Seite die NSA, die seit Jahren ihre Telefongespräche belauschte. Diese beiden Gruppen lebten nun in direkter Nachbarschaft, ohne voneinander zu wissen. Das wirklich Tragische ist, hätte General Hayden aus seinem Fenster im achten Stock nach Westen in Richtung Laurel geblickt, hätte er das nur 3 Kilometer entfernte Motel der Flugzeugentführer fast sehen können. Eine bittere Ironie in der Geschichte der amerikanischen Nachrichtendienste. Am 11. September werden die meisten NSA-Mitarbeiter angewiesen, das Hauptquartier zu verlassen. Aus Angst, die NSA könnte ein weiteres Ziel darstellen, zieht ein Teil der wenigen Verbliebenen aus den oberen Stockwerken in die Büros der unteren Etagen um. Andere verhängen ihre Fenster mit schwarzen Vorhängen. Sie scheinen nicht zu ahnen, was ihr eigener Nachrichtendienst und die CIA wussten, aber stets verschwiegen hatten. Hätten wir gewusst, wie bedeutsam diese Informationen waren und wären sie rechtzeitig an die Nachrichtendienste weitergegeben worden, hätte der 11. September vielleicht verhindert werden können. Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, warum ich die Gesetze nicht einfach gebrochen, zum Telefon gegriffen und gemeldet habe, dass sich Terroristen in den USA aufhielten. Ich weiß nicht, ob ich das jemals verkraften werde. Ich weiß es wirklich nicht. On the 13th of September, I gave an address to an empty room, but we beamed it throughout our entire enterprise about free peoples always having to decide to balance their security and their liberties. And then I told the workforce, there are going to be a lot of pressures to push that banner down towards security. And our job at NSA was to keep America free by making Americans feel safe again. Der Druck lässt nicht lange auf sich warten. Als Hayden von Vizepräsident Cheney gefragt wird, was die NSA noch tun könne, antwortet er, nicht viel, ohne das FISA-Gesetz zu brechen. Dieses Gesetz zwingt die NSA, eine Genehmigung einzuholen, bevor sie Amerikaner abhört. 3 Wochen nach den Anschlägen umgeht Präsident Bush dieses Gesetz, indem er eine geheime Anweisung erteilt. Die NSA benötigt künftig keine Genehmigung mehr, um die Telefongespräche von US-Bürgern zu belauschen. Wenn die Anschläge vom 11. September ein Warnsignal waren, ist die Antwort darauf die Erlaubnis, alles und jeden abzuhören. Durch die Anschläge wurden wir dermaßen wachgerüttelt, dass wir nun strenge Maßnahmen ergreifen mussten. Wir mussten handeln, damit so etwas nicht noch einmal passieren konnte. Doch damit das neue Programm funktioniert, muss Hayden die NSA endlich modernisieren.
Rückgrat des globalen Kommunikationsnetzes sind heute nicht mehr leicht abzufangende Satellitensignale im Weltraum, sondern im Meeresboden verlegte Faseroptikkabel. Die Herausforderung, vor der die NSA steht, lässt sich anhand der Weltreise einer E-Mail verdeutlichen. In Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur recherchiert James Bamford gerade über das Kommunikationsnetz der Al-Qaida. In einem belebten Café schreibt er eine E-Mail an einen Fernsehproduzenten in Boston. Bamfords Nachricht ist harmlos, enthält jedoch Schlagwörter, auf die die Supercomputer der NSA programmiert sind. Ausdrücke wie das Weiße Haus in die Luft jagen, das Kapitol zerstören oder biologische Kriegsführung. Sobald er auf Senden klickt, wird Bamfords Nachricht sofort mit Dutzenden von anderen Nachrichten im selben drahtlosen Netz vermischt und dann an ein großes Telekommunikationszentrum in der Stadt weitergeleitet. Dort werden Sprachanrufe von analogen in digitale Signale umgewandelt und als Lichtimpulse durch ein Faseroptikkabel übertragen, das vor Malaysias Küste ins südchinesische Meer abtaucht. Auf ihrem Weg vereint sich Bamfords Nachricht mit Tausenden von Anrufen, E-Mails und Faxen in Dutzenden von Sprachen und aus Hunderten von asiatischen Städten. Das Datendurcheinander wird mit Lichtgeschwindigkeit unter dem Pazifischen Ozean übertragen. Nur 500stel Sekunden nach dem Absenden der Nachricht erreicht sie die kalifornische Küste. 2 Meter unter diesem einsamen Strand bei Morro Bay. Zwischen kreischenden Möwen und Surfern in Neoprenanzügen strömt hier der Datenverkehr aus Asien herein. Ein paar Kilometer landeinwärts passiert die Nachricht ein kleines, unscheinbares Gebäude bei San Luis Obispo. Wenn man den internationalen Datenverkehr anzapfen will, scheint mir das der perfekte Ort dafür zu sein. Denn 80% aller Daten aus Asien kommen hier in die Vereinigten Staaten. Doch laut den neuen Anweisungen darf die NSA hier keine Daten abzweigen. Stattdessen führen die Kabel von San Luis Obispo direkt zu einem Gebäude in San Francisco. Das Gebäude in der Folsom Street 611 ist die regionale Schaltzentrale des Telekom-Riesen AT&T. Der gesamte internationale Datenverkehr strömt in den 7. Stock, wo sich etwas Entscheidendes ändert. Über den 7. Stock wird nämlich auch AT&Ts nationaler Datenverkehr geleitet. Eine Kakophonie aus Millionen von Gesprächen. Tränen und Gelächter, Hoffnungen und Träume, E-Mails, Faxe, Bankauszüge, Hotelreservierungen, Liebesgedichte und Todesanzeigen. Alles geschickt von Amerikanern, die in den USA leben. Ihre einzige Gemeinsamkeit ist die berechtigte Hoffnung auf den Schutz ihrer Privatsphäre. "2003 fällt einem Techniker des Unternehmens auf, dass die Kabel im 7. Stock angezapft wurden. So gelangt ein Duplikat des gesamten nationalen und internationalen Datenverkehrs in einen geheimen Raum in der 6. Etage. Es war offensichtlich, dass diese Kabel von der NSA installiert worden waren. Ich fand heraus, dass sie einfach den gesamten Internet-Datenfluss kopierten. Dabei wurden wahllos nicht nur internationale, sondern auch große Mengen nationaler Daten abgeschöpft. Unter einem Spion habe ich mir immer einen Typen im Trenchcoat mit schwarzem Hut und Sonnenbrille vorgestellt, der nachts herumschleicht und heimlich Drähte anzapft, in der Hoffnung, dass es keiner merkt. Aber hier wurden über einen sogenannten Splitter,
Am helllichten Tag Faseroptikkabel angezapft. Auf diese Weise konnte der Datenverkehr überwacht werden. Brian Reed ist Experte für Telekommunikation und hat die von Klein beschafften internen Dokumente des AT&T-Konzerns geprüft. Sie beweisen, dass der geheime Raum elektronische Systeme enthält, die speziell für die Zwecke der Signals Intelligence entwickelt wurden. Sie sind darauf programmiert, Millionen von Nachrichten nach ähnlichen Schlüsselwörtern zu durchsuchen, wie sie Bamford aus Kuala Lumpur schickte. Das Bemerkenswerteste in diesem Raum ist ein vollkommen flexibles Überwachungssystem, dem man jederzeit zum Beispiel befehlen kann, bitte überwache alle Gespräche, die das Wort Kolibri enthalten. Bitte überwache alle Gespräche, die mit der Stadt Mobile in Alabama geführt werden. Oder alle Gespräche, die sowohl das Wort Kolibri enthalten, als auch mit Mobile in Alabama geführt werden. Das riesige Ohr der NSA belauscht nun Amerika. Nach meinen Informationen gibt es in den USA zwischen 15 und 30 solcher geheimen Räume. Die nach dem 11. September ergangenen Anweisungen ermächtigten die NSA, amerikanische Bürger im In- und Ausland zu belauschen, ganz ohne richterliche Genehmigung. Nach dem 11. September arbeiteten wir im Wesentlichen mit einem neuen System, das Satellitentelefongespräche im Irak, in Afghanistan und Nachbarländern abhörte. Anrufe und Daten aus dem Nahen Osten und Nordafrika werden gesammelt und an einen Horchposten in den Bergen unweit der Stadt Augusta in Georgia weitergeleitet. Adrian Kinneys Aufgabe war es, einige dieser Anrufe abzuhören. Sie wurde von der Armee zur NSA versetzt und nach dem 11. September in den aktiven Dienst zurückbeordert. Die Oberfläche dieses Computersystems sah nicht viel anders aus als bei iTunes. Man konnte die Listen durchblättern und einzelne Gespräche anklicken, die mit den Telefonnummern und Gesprächszeiten aufgeführt waren. Wir waren angewiesen, alle Gespräche zu belauschen, auch wenn aus Amerika oder aus verbündeten Ländern angerufen wurde. Einige dieser Gespräche haben persönlichen oder sogar intimen Charakter. Wir hatten keine Anweisung, solche Gespräche gegebenenfalls zu löschen, wie wir es während meines aktiven Dienstes von 1994 bis 1998 gemacht haben. Damals wurden grundsätzlich keine Amerikaner abgehört. Ich hatte ein großes Problem damit, diese Gespräche zu belauschen. In der Zeit, in der die Mitarbeiter im Inland Amerikaner abhörten, konnten sie keine Gespräche belauschen, die tatsächlich mit terroristischen Organisationen zu tun hatten. Als die NSA begann, neben Satelliten auch Faseroptikkabel anzuzapfen, setzte eine wahre Informationsflut ein. Gemäß einer Studie des US-Kongresses aus dem Jahr 2008 wuchsen einige Datenquellen um monatlich 4 Petabytes an. Das sind 4 Billiarden Bytes. Dies entspricht 12 Aktenschränken mit neuen Informationen über jeden amerikanischen Bürger pro Jahr. Doch was bedeutet das alles? Die modernen Computer liefern uns die Fakten nach dem Motto, hier sind die Daten, die sie haben wollten. Sie sagen uns aber nicht, was sie bedeuten. Wir arbeiten also daran, die Fähigkeiten der Computer mit den Fähigkeiten der Menschen zu verbinden. Spezielle Software kann dabei helfen, wichtige Informationen in Bezug auf Kontext und Bedeutung herauszufiltern. Dr. Robert L. Popp forscht auf dem Gebiet solcher Programme, sogenannten Classifiers. Nehmen wir an, Sie wollen einen Classifier für Al-Qaida entwickeln, den Begriff Al-Qaida. Hierzu würden Sie als Analytiker so vorgehen, dass Sie nach allen möglichen Dokumenten suchen, E-Mails, Internetseiten und so weiter, die Ihrer Ansicht nach etwas über den Begriff Al-Qaida aussagen. Mit einer verbesserten Software und ausreichender Rechenleistung
könnten diese Classifiers in Zukunft den Berg von Informationen verkleinern, den die menschlichen Analytiker sichten müssen. Der nächste Meilenstein könnte sein: Computer, siehst du irgendwelche ungewöhnlichen Verbindungen, nach denen ich dich nicht gefragt habe, die aber im Zusammenhang mit einer Bedrohung des Landes stehen könnten? Doch die meisten Experten sind sich einig, dass dies noch Jahrzehnte dauern wird und nur bei der Informationssuche in Dokumenten, E-Mails und Faxen helfen würde. Bei menschlichen Stimmen ist diese Technologie von geringem Nutzen. Hier werden weiterhin Mitarbeiter benötigt, die mit Kopfhörern ausgerüstet Telefongespräche abhören. Ein paar Wochen nach dem 11. September beschloss ich, mich freiwillig zu melden und Arabisch zu lernen. Ich wollte bei der Jagd auf Osama bin Laden helfen. David Murphy Falk gehörte zu den Tausenden von neuen Linguisten, die ausgebildet wurden, um in den Schützengräben der NSA Telefongespräche abzuhören. Die NSA gibt buchstäblich Milliarden von Dollar aus, um Signale abzuhören, zu verarbeiten und ohne Wissen der Bürger an einen Übersetzer weiterzuleiten, der sie verstehen und transkribieren kann. Ich musste jedoch feststellen, dass viele Übersetzer nicht einmal über grundlegende Sprachkenntnisse verfügten. Sie arbeiteten mit sehr teuren und komplizierten Systemen, ohne das nötige Hintergrundwissen zu besitzen. Vor dem 11. September betrug das Budget der US-Nachrichtendienste 26,7 Milliarden Dollar. 2008 hatte sich dieser Betrag fast verdoppelt. Der Anteil der NSA ist geheim, soll jedoch über ein Drittel betragen. Damit verfügt die NSA über ein höheres Budget als das Finanz-, Innen- oder Arbeitsministerium. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf über 35.000 angewachsen. Ist unsere Nation angesichts all dieser zusätzlichen Mittel, die für die Umstrukturierung der Nachrichtendienste ausgegeben werden, heute wirklich sicherer? Ich würde diese Frage im Wesentlichen mit Ja beantworten. Es hat keinen weiteren Anschlag gegeben und Koordination und Informationsfluss haben sich verbessert. Aber heißt das, dass wir uns zurücklehnen und entspannen können? Nein. Würden wir das tun, würde sich das Blatt bald wieder wenden. Es ist äußerst schwierig, eine klare Linie zwischen Auslands- und Inlandsnachrichtendiensten zu ziehen. Das heißt natürlich nicht, dass unsere Auslandsnachrichtendienste in Amerika an jeder Straßenecke präsent sein sollten. Aber es bedeutet, dass wir eine sehr gute Kommunikation und Koordination zwischen Auslandsnachrichtendiensten wie der CIA und der NSA und inländischen Ermittlungsbehörden wie dem FBI brauchen. Sonst entgeht uns das Wichtigste. Genau das ist am 11. September passiert. Über eine Story wie diese lässt sich nur schwer berichten, weil man wirklich im Dunkeln tappt. Man kann von außen einfach nicht erkennen, was im Innern tatsächlich vor sich geht. Ohne eine offizielle Untersuchung können einige Fragen nicht beantwortet werden. Warum hat die NSA nicht gehandelt oder Informationen weitergegeben, die auf die Verschwörung hindeuteten? Warum hat sie ihr Wissen nicht mit der CIA und dem FBI geteilt, die den Anschlag vielleicht hätten verhindern können? Die Frage, ob wir nun sicherer als vorher sind, ist müßig. Denn wir hätten auch damals sicher sein müssen. Die NSA hatte alle Informationen, die sie brauchte, um die Entführer zu stoppen. Und die Gesetze hätten ihre Verfolgung erlaubt. Heute hat die NSA neue Vorschriften, verfügt über ein höheres Budget und sammelt mehr Daten. Aber leistet sie auch bessere Arbeit? Oder ist die Arbeit angesichts der Datenflut nur schwieriger geworden? Wie viel Information ist genug? Und machen zu viele Informationen die Welt letztlich nicht sogar gefährlicher?